Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch hier mit mir, dem Guruba. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Mal sind wir im Sumikorazun. Ich hoffe, ich spreche es korrekt aus. Es ist auf jeden Fall von Randonia. Und ich freue mich ganz doll, dass wir diesen Zoo heute besuchen dürfen. Wenn du auch möchtest, dass ich deinen Zoo eventuell mal in der Zukunft besuche, dann schick mir doch gerne den Link zu deinem Steam-Workshop über Discord, über Steam oder über Instagram. Die Links dazu sind alle in der Videobeschreibung. Und dann kann es sein, dass ich auch in Zukunft deinen Zoo vielleicht irgendwann mal besuche. Ein paar Zoos habe ich tatsächlich noch, aber solltest du noch irgendwo einen Zoo haben, auf den du sehr, sehr stolz bist, dann schick mir den doch. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank auf jeden Fall immer für das ganze positive Feedback. Das muss man auch nochmal kurz loben, denn ihr seid richtig, richtig nett in den Kommentaren jedes Mal, wenn ich einen Zoo besuche. Und das ist nicht mir gegenüber, also nicht nur mir gegenüber, es ist auch hauptsächlich den Leuten gegenüber, die sich hier die Mühe gemacht haben, mir A, diesen Zoo zu senden und B, diesen Zoo natürlich auch zu bauen. Und da seid ihr immer richtig, richtig nett in den Kommentaren. Also Dankeschön dafür. Wollen wir mal reinstarten, ne? Ich glaube, hier ist eine gute Sache. Lass uns mal schauen. Also wir sind hier in diesem Zoo. Ich habe keine Ahnung, die Beschreibung ist eher so ein bisschen, ich weiß das nicht. Das Ding ist, oft wird mir auch immer, Sachen geschrieben. Ich vergesse das dann immer, weil es vergeht dann immer so lange Zeit, bis ich die aufnehme. Aber ich meine, gut, Herrgott. Wir starten einfach rein, da bin ich immer ganz unvoreingenommen. Hier geht zum Beispiel direkt Königspinguine zu Anfang, finde ich irgendwie geil. Geil ist auch so ein Wort, das benutze ich gar nicht so häufig. Aber finde ich irgendwie gut. Guck mal hier, die Penguins. Sieht doch nice aus. Ach, Königspinguine. Kann ich auch mal wieder gut bauen. Kann ich auch mal wieder gut haben. Ich gehe mal davon aus, dass diese Pfeile hier, dass das der Rundweg ist, ne? Galpi! Okay. Und hier gibt es dann halt die Unterwasser-Viewen. Können die auch raus? Aus dem Wasser? Ja, können die. Alles andere wäre auch so ein bisschen hart gewesen, ne? Aber es ist gar nicht mal so blöd, so ein riesiges Aquarium reinzustellen. Es wäre natürlich cool, wenn es so Aquarientiere geben würde und wir nicht Pinguine nehmen müssten, ne? Das sieht aber schön aus. Können wir mal kurz sagen, wie schön das ist? Ja, ne? Hier gibt es den Lux, den Eurasischen. Oh, das war ein geiles Gehege. Netter Zaun. Netter Zaun und richtig gutes Gehege. Hier seht ihr mal kurz. Können wir einmal kurz als Exempel nehmen. Da drüben ist der Lux. Haben wir noch nicht so häufig gesehen. Können wir kurz als Exempel nehmen. Ihr seht, das Gehege hier ist abgesenkt. A, weil die Tiere dann nicht hoch können an das Glas. Das ist, stresst sie wahrscheinlich deutlich weniger. Und B, macht das, dass es so aussieht, als wären die Luchse, also die Tiere, nicht direkt auf derselben Höhe. Das sind die da drüben, glaube ich. Das müsste dieselbe Höhe sein. Sieht aber dann auch direkt ein bisschen realistischer aus, wenn du halt reinschauen kannst in das Gehege. Generell muss man jetzt auch sagen, dass das hier schön ist mit den Steinen und mit den Bäumen. Und zwischendurch möchte ich das einfach auch mal erwähnen, dass ihr viel auch von diesen Zootouren sehen könnt, beziehungsweise lernen könnt. Also ihr könnt die ja sehen. Dann könnt ihr sagen, ja, das ist doch eine gute Idee, das kann man doch auch mal wieder so bauen. Was haben die denn auf dem Kopf? Kranichhüte hier. Krass. Okay, die Pfeile gehen halt den Weg. Ich würde halt aber gerne hier oben gucken. Und man muss auch ganz ehrlich... Nee, ich möchte hier oben doch nicht gucken. Da führt der Weg nämlich da. Dann lassen wir hier lang gehen. Kann man sich halt auch immer gut Ideen holen in den Zoobesuchen, ne? Das mal so ganz... By the way. Da drüben gibt es irgendwelche Tiere, die man begutachten kann. Das sind Gabelböcke. Aber hier drüben sind die Robbies. Ach, guck mal hier. Das ist so ein bisschen wie das, was ich damals in Schönhausen auch gemacht habe. Das Einzige ist, dass das hier aus dem Wasser rausgeht, ne? Ach ja, Schönhausen. Das waren noch Zeiten damals, ne? Aber das ist hier eine Brücke, die ist ein bisschen lang, für meinen Geschmack. Aber es ist halt wahrscheinlich, damit die Besucher hier ihren Weg drüber haben. Oder unten durch. Ist aber cool mit dem Wasserfall dort. Und gerade Robben, ich habe mal wieder Bock auf Robben zu bauen. Ich weiß auch nicht. Ich bin so ein bisschen Aquatic Pack hyped aktuell. Weiß auch nicht. Genießt es einfach zwischendurch. Was ist hier drin? Steinböcke. Ach, guck. Schau mal einer, guck. Die habe ich auch erst ein einziges Mal gebaut, ne? So viele Tiere, die man schon... Das sind eher spartanisches Gehege für die Steinböcke, ne? Bin so ein bisschen enttäuscht. Also für die Steinböcke und nicht vom Gehege her. Das ist mir einerlei, aber die haben nur einen Kletterfelsen, so. Die haben Steinis.
Die armen Steinis, da kann man bestimmt noch was machen. Und hier finde ich das cool, dass es so ein Gebäude gibt, so ein großes Gebäude. Guck mal, ums Eck. Sieht ganz cool aus. Ach, guck mal, die sind aber auch süß. Sind aber auch süß, die Steinböcke. Komm, da lasse ich nichts drauf kommen. So, die Pfeile gehen hier weiter entlang. Dann müssen wir wahrscheinlich auch hier lang gehen. Hier sehen wir dann die Robbies von oben. Wenn dann Robbies da sind, da, guck mal, da drin. Da liegt eine und schläft. Da liegen zwei und schlafen. Hallo, kleine süße Robbies. Streicheln wir die Robbie mal. Naja. Finde ich aber ganz cool mit dem. Der Zaun sieht ganz cool aus. Was ist denn hier los? Schau mal. Sind das auch wieder Luchse? Nee, ach, warte, das sind Pumas, ne? Okay, der Zaun ist cool. Der Zaun ist cool. Aber ja, genau, es ist ein Puma-Gehege. Ein Puma-Käfig. Ach, guck mal, der ist überdacht. Wenn ich so solche. Boah, ich krieg's mit den Augen, wenn ich das so sehe. Eieiei, ich hoffe, ihr nicht. Guck mal, die Wolken sehen aus wie so eine Tatze. Seht ihr das? Wie so eine Pfote. Die verschwindeten jetzt. Nein, die Tatze verschwindet. Blendet so, was machst du? Aber ja, hier das Puma-Gehege. Den Zaun finde ich cool. Ein bisschen wenig Bäume für meinen Geschmack. Und auch hier beim Luchsgehege ist so viel mit Gelände gearbeitet worden. Und hier halt überhaupt nicht. Das ist ein bisschen schade. Sag ich, wie es ist. Das ist ein bisschen schade. Hätte man bestimmt was reißen können noch an der Stelle. Aber den Zaun finde ich gut. Den finde ich nice. So, gehen wir mal rein in das begehbare Gehege. Hier müssten die Gabelböcke drin sein, ganz genau. Das ist mir immer noch ein Rätsel, warum man bei den Gabelböcken rein kann. Aber ich meine, Herrgott, ne? Wer will das nicht? Sind auch süße Tiere, ne? Habe ich auch schon lange nicht mehr gebaut. Gibt so viele Tiere, die ich schon so lange nicht mehr gebaut habe. Gerade die Vanillatiere. Also gibt es immer diese Standardtiere, die ich so häufig baue. Pandas. Ach, guck mal hier, wie süß. Guck mal, wie süß die sind, die Gabelböckis. Guck mal, wie sweet. Mit ihrem kleinen Puschelschwanz. Jo, alles klar. Kann man ja auch mal über den Weg laufen. Okay, Exit. Was? Das war's? Nee, das kann ja gar nicht sein. Wir haben doch hier das Gehege oben gar nicht gesehen. Hä? Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt gehen wir nochmal lang, komm. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Guck mal, da hinten geht's ja auch lang und so. Nee, Freunde. So nicht. Guck mal, hier. Ah. Ja, okay, man hätte nicht hier rumgehen sollen, sondern man hätte hier hochgehen sollen, ja. Enttäuschung machte sich breit, als ich mitbekam, wie doof ich bin. Guck mal hier, Otters. Otterlis. Das sind die Riesenotter. Das ist aber ein schönes Gehege. Guck mal hier, auch wieder ein richtig nices Gehege. Warum haben die Pumas dann ein Gehege ohne so coole Steine und so? Das ist cool. Das ist so ein bisschen wie hier in Hamburg. Nicht hier in Hamburg, aber hier. Wie im Zoo Hamburg. Das sind ja ganz schön viele Riesenotter hier, ne? Aber sind cool. Ich mag das mit den Steinen, wie gesagt. Gefällt mir richtig gut, das Gehege. Finde ich cool. Nice. Da ist Mitarbeiterweg. Ich weiß nicht, wo sie hier hinrennt. Guck mal, denn hier vor... Nein. Ich wusste nicht, dass das auch in der Version geht. Dachte immer, dass wir so ein Tadget-Cam-Ding. Der hängt jetzt fest, der Typ hier. Das geht gar nicht. Okay, wir springen kurz die Brücke und sind dann hier bei den Giraffen. Oh! Auch ein eigener Zaun. Aber guck mal, das Gehege. Und dann meine Lieblings-Planet Zoo-Tiere, ne? Ja, wurde ich auch schon des Öfteren, ja, wie gesagt, gefragt. Ich sag's ja jedes Mal, wenn wir Giraffen sehen hier bei Planet Zoo, dass die Giraffe einfach mein absolutes Lieblingstier in Planet Zoo ist. Guck mal, wie grazil sie durch das Gehege stolziert. So sweet. So ein geiles Gehege. Giraffenhaus. Ja, da gehen wir auf jeden Fall rein, Leute. Gehen wir auf jeden Fall rein. Rein ins Giraffenhaus. Rein ins Abenteuer. Boah. Da bist du aber sehr dicht dran, ne? Ja, der ist auch schockiert, dass man so dicht dran ist. Hier ein schicker Zaun.
Und dann hier die schicken Giraffen. Nice. Ja, finde ich cool. Finde ich richtig cool. Können wir das Gehege von hier draußen auch nochmal sehen? Jawohl, mit Wasser und so. Ah. Und auch nicht so überladen mit so vielen anderen Tieren. Also ich finde das immer toll, wenn man Gehege für diese Tiere baut. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Was ist hier? Dammwild. Die Dammhirsche. Auch eine nette Wand nach hinten raus und dann ganz schön viele Hirsche hier. Halleluja, was ist hier? Eine Rudelhirsche. Der ist ja dunkel. Hab ich noch nie gesehen. Und ein weißes. Nice. Ja, das sind ja gute Erweiterungen gewesen hier im Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Tiere, die jetzt drin sind, die machen ja einen ja schon ganz, ganz glücklich. Hier ein Restaurant, das ist cool. Hier dann die Dachse. Ist ein bisschen überraschend, dass gerade bei den Dachsen jetzt hier nur so ein Baumstumpf die abhalten soll. Ich meine, Herrgott, ne? Wer will das nicht? Weil Dachse sind ja schon sehr gefährlich, würde ich sagen. Ich bin vorgestern oder so. Also, vorgestern, wo ich das Video aufnehme. Ist auch völlig egal. Bin ich auf der Autobahn gefahren. Ich glaube, ich habe einen toten Dachs gesehen. So. Jetzt habe ich hier für schlechte Stimmung gesorgt. Wo sind denn die Dachse? Weil ansonsten finde ich das Gehege nämlich richtig nice. Auch mit den Steinen und es sind so verschiedene Blickwinkel möglich und du musst die so ein bisschen suchen. Das macht das Ganze so ein bisschen als Zoo-Feeling halt auch. Das finde ich richtig gut. Guck mal, so müssten alle Gehege sein. Besonders das bei den Pumas. Ich bin so ein bisschen enttäuscht über das Puma-Gehege. Ich sag, wie es ist. Die armen Pumis. So, was ist hier drin? Lemur Island. Ja, mein... Oh. Ach, guck mal, zwei. Ja, nice. Das ist ein schöner Kletterstaff. Den habe ich übrigens im letzten Zoobesuch gar nicht richtig kommentiert, den Kletterstaff. Ich sag, wie es ist. Das sah nämlich richtig gut aus. Grüße gehen nochmal raus. Die schwarz-weißen Waris, als es den zum zweijährigen Geburtstag gab, ist auch geil, ne? Ist nur ein Reskin vom roten Wari, aber, also, es ist schon ein anderes Modell und so. Aber es sieht dem roten Wari schon sehr ähnlich. Die sind so fluffig. Die Waris. So schön, dass die hier so glücklich sind. Finde ich gut. Finde ich nice. Okay, der Weg führt dort entlang. Was war da drüben? Ach, das Giraffenhaus. Gehen wir mal hier lang. Ein Shop sieht cool aus. Und dann waren hier nämlich die Flamingos dann, ne? Ja, die ich mir eben gespoilert habe, beziehungsweise die habe ich ja dann gar nicht gespoilert. Die waren ja dann eh auf dem Weg. Flamingo, ganz genau. Und das ist hier so eine schicke Voliere. Mann, das sieht schon ziemlich nice aus. Also dagegen ist mein Flamingo-Gehege ja gar nichts. Das könnte ich so eins zu eins kopieren, Leute. Guck mal, wie nice das aussieht. Auch mit dem Wasser und die Flamingos sind dicht und so. Ach ja, ja, ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Schick. Schick, schick, schick. Ja, genau. Und dann geht's hier rum und so weiter und so fort. Das haben wir dann ja alles schon inspiziert. Ja, es ist ein mittelgroßer Zoo, steht auf jeden Fall in der Beschreibung. Mittelgroßer Zoo, mit Liebe gebaut. Das muss man sagen, dass hier echt mit Liebe gebaut wurde. Liebe auch zum Detail. Finde ich richtig gut. Sind so ein paar Highlight-Gehege doch tatsächlich dabei, ne? Finde ich richtig gut. Ach, guck mal, wie viele Dachse hier sind. Ich habe keinen einzigen gefunden und hier sind 8 Millionen Dachse. Mann, ey. Finde ich auch gut mit den Wänden hier und so, also dass das hier so eine Burg ist quasi. Und auch mit dem Restaurant und das ist ein bisschen erhöht und hier geht's hoch. Und ja, also das macht schon richtig was her, ne? Das macht schon richtig was her. Also das Giraffengehege könnte mein Highlight sein, auch wenn es nicht so krass ist. Das Luchsgehege ist super. Bei den Pinguinen bin ich mir echt ein bisschen unsicher, weil du siehst ja nie von oben. Du siehst ja nur unter Wasser irgendwie. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, die Pumis. Da geht noch was bei den Pumis. Ich sag, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Da muss man nochmal drauf schauen. Ansonsten macht das richtig Spaß. Die Steinböcke könnten auch vielleicht nochmal was vertragen. Aber es ist ein schöner Zoo. Mit den Steinarbeiten und so. Und hier die Ideen sind ja auch da. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Highlight in diesem Zoo war. Ich finde, da sind echt etliche gute Sachen dabei gewesen. Highlight müsste Flamingo Dome sein, tatsächlich. Oder Flamingo Gehege. Auch wenn ich gerne die Giraffen hätte. Tja, guck mal hier, wie nice das aussieht, wenn ihr hier rüber guckt. Wie nice! So,
In diesem Sinne, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns im nächsten Zoobesuch vielleicht, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut das mal rein. Ciao.